Ja, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen zusammen mit dem MTG-Discount zu meinem dritten Display-Unboxing. Ich fange jetzt auch hier direkt an mit den nächsten 12 Boostern. Ja, wieder Spite of Mogis, naja, der Giant. Ja, der High Priest, auf jeden Fall auch eine coole Karte für 3 Mana, 2-3. Wenn er Siebel vom Zauberspruch, können wir eine Kreatur mit umgewandelten Mana-Kosten von 2 oder weniger vom Friedhof ins Spiel zurückbringen. Und ein Extinguish All Hope, für 6 Mana zerstören wir alle Nicht-Enchantment-Kreaturen. Naja. Ja, hier das Ritual of the Returned, hier mit dem, hoppala, das den Zombie-Token produziert. Hier sehen wir ja, setzt die Maske auf, naja. Ja, der Fleet Fever Cockatrice für 5 Mana, 3-3, Flash Flying Death Touch und mit Monstrosity 3, auf jeden Fall auch eine gute Karte. Ein Eidolon of Rhetoric und ein Beaver. Ein Beaver of the Heavens für 7 Mana. Wenn der stirbt, zerstören wir alle Permanents zu Beginn des nächsten Endsteps. Ja. 8 Mana, 10-10. Naja, ganz lustig. Ja, hier haben wir jetzt nochmal den Lord von den Minotauren, Relic of Abandon. Nochmal das Schaf, sehr cool. Und ja, die nächste Mystic Rare, der Flamespeaker für 3 Mana, 1-3 Double Strike Trampel. Wenn er im Spieler Schaden macht, exilen wir die oberste Karte von unserer Bibliothek und wir können sie diese Runde spielen. Will ich auf jeden Fall auch in meinen Eroas-Deck reinbauen. Auch eine gute Karte. Freut mich auch, dass natürlich, dass ich den dann gezogen habe. Und ja, fehlt nur noch so der Arteros oder der Achani. Hoffen wir doch mal, dass wir da noch was ziehen. Nightmarish End, Riddle of Lightning, Colossus Heroics und ein Scourge of Fleets für 7 Mana, wenn er ins Spiel kommt. Return wir jede Kreatur vom Gegner mit Toughness X auf die Hand. Wobei x gleich der Anzahl an Islands ist, die wir kontrollieren. Auf jeden Fall auch eine sehr starke Karte fürs Limited. Gerade wenn man Monoblau spielt, wobei einfarbig natürlich immer extrem schwer ist. Zweifarbig ist er natürlich trotzdem sehr gut. Gerade fürs Late Game bounce man mal alles vom Gegner und greift dann mit seinen Kreaturen an. Ja, wieder der Storm Chaser, Agent of Erebos und ein, sehr schön, noch ein Grufix. Die nächste Mythic, ja, hier haben wir noch Stonewise, Fortiver als Foil und noch ein Grufix, der zweite Grufix in diesem Display. Sehr cool. Die nächste Mythic, die fünfte, wenn ich mich nicht verzählt habe. Vielleicht ziehen wir doch noch einen Achani oder einen Atreus, Sky Spear. Pull from the Deep, Solidarity of Heroes und ein Silence the Believers. Für 4 Mana ein Instant. Exilen wir eine beliebige Anzahl an Kreaturen und alle Auras, die auf sie attached sind. Und für Strive kosten 3. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne Karte. So, 6 Booster noch in meinem Display. So, gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Sightless Prowler, auch eine coole Karte. Nochmal der Cockatrice. Und ein Dictate of Heliod. Für 5 Mana Flash, Kreaturen, die wir kontrollieren. +2/+2. So. Tormented Thoughts. Whitewater Naiads. Gnarled Scarhide. Und ein, nochmal der War Thief, den wir schon als Foil gezogen haben. So. Nochmal ein Iconoclast.
ein Mystic, nochmal das Ritual und noch ein Tempel. Cool, auch nochmal ein Isse-Tempel hier gezogen zu haben. Ich hoffe natürlich immer noch auf die sechste Mystic Rare. Nie aufgeben. Ein Nyx Weaver, Knowledge and Power, Reprisal, ein Dictate of the Twin Gods für 5 Mana das rote Flash Enchantment. Und jedes Mal, wenn eine Quelle einem Spieler Schaden macht, wird sie stattdessen verdoppelt. Und ja, ein Dawnbringer als Foilkarte. Auch cool, die noch als Nicht-Promo-Foil zu haben. Sehr schön. Noch eine Foil Rare. So, die zwei letzten Booster von dem Display. Hour of Need. Oh, seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Da kommt der Atreus. Ja, perfekt. Da haben wir ihn. Atreus, God of Passage für 3 Mana. Ja, natürlich die Mega-Karte. Ja, wenn die Devotion 7 oder größer ist, ist er eine Kreatur. Und jedes Mal, wenn eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, bringen wir sie auf die Hand zurück, wenn nicht der Gegner 3 Leben bezahlt. Ja, einfach die Mega-Bombe. Und das für 3 Mana. Richtig stark. Also mega, ein richtig gutes Display. Kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Morgus Warhound, Deserter Squatters, Spiteful Blow und die letzte Rare der Mystic ist ein Launch Defeat. Auf jeden Fall auch eine nette Karte für ein weißes Mana, ein Sorcery. Bis zum Ende des Zuges kriegen eine beliebige Anzahl an Kreaturen. Jedes Mal, wenn diese Kreatur angreift, kriegen wir einen 1-1 weißen Soldaten Kreaturenspielstein ins Spiel, der auch angreift und getappt ist. Und natürlich für Strife-Kosten ein farbloses. Ja, kommen wir noch zu den Rares, die ich hier gezogen habe. Launch Defeat, Atreus, Dawnbringer als Foil, Temple of Epiphany, Ferris Band War Thief, Dictate of Heliod, Silence Believers, noch ein Crucifix, Stonewise Fortiver, Scourge of Leeds, Prophetic Flame Speaker, Bearer of the Heavens und ein Extinguish All Hope. Ja, suchen wir doch nochmal schnell die Mystics raus. So, zack, 4, 5, wo ist die 6? 6, also 6 Mystics haben wir gezogen. Der Flamespeaker, Sage of Hours, dann 2-mal der Grofix, ein Iroas und ein Atreus. Sehr cool, richtig gutes Display, bin ich sehr mit zufrieden. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank an dieser Stelle an Magic-Kartenmarkt und natürlich vielen Dank an den NDG-Discount. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video und bis dahin, ciao!